Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 15. Juli. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt wider den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. 2. Samuel 12, Vers 13. So schnell geht das. David bekennt seine Sünde. Und schon hat Gott sie vergeben. So schnell geht das? Ja, so schnell geht das. Aber in Wirklichkeit geht es gar nicht so schnell. Denn unser Herz sträubt sich lange, so zu sprechen: Ich habe gesündigt wider den Herrn. Bei Gott geht es schnell mit der Vergebung. Sie ist eigentlich immer schon da, weil der Sohn Gottes, der Herr Jesus, unsere Sünden an das Kreuz getragen hat, weil Jesus die Strafe getragen hat, weil Gott in Jesus der Gerechtigkeit Genüge getan hat. Darum kann er schnell vergeben, weil das Kreuz aufgerichtet ist. Das gilt auch für schreckliche Sünden. Jesus ist nicht nur für kleine Sünden gestorben, sondern auch für die großen Sünden Davids: Ehebruch, Falschheit, Verrat und Mord. Jesu Verdienst ist so groß, dass Gott um seinetwillen die furchtbarsten Sünden vergeben kann. Bei Gott ist kein Hindernis mehr für die Vergebung. Aber bei uns geht es langsam. Wir leugnen unsere Sünden, wir entschuldigen sie, wir verteidigen uns. Aber solange wir das tun, kann Gott nicht vergeben. Die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu Christi ist die größte innere Hilfe, die uns geschehen kann. Aber wir bringen uns um diese Hilfe, und zwar durch die Unbußfertigkeit unseres Herzens. Unsere Sünden bleiben bei uns bis in die Hölle hinein, so lange, bis wir sprechen lernen: Ich habe gesündigt wider den Herrn. Dann erst kann es auch bei uns heißen: So hat der Herr deine Sünden weggenommen. Nur wer sich selbst verurteilt, kann von Gott begnadigt werden. Herr, zeige uns unser Herz, decke uns unsere Sünden auf. Lass uns nicht in Unbußfertigkeit verloren gehen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.